willkommen zur nächsten Folge Rocket League. Meine Freunde, ich bin euer Führer Bo. Und wir spielen immer noch 2 gegen 2. Und zufällig was mit denselben Leuten wie aus der letzten Folge. Und ja, hauen wir da mal rein. Wir wollten hier ja nochmal racken hier. Diesmal bitte aber ganz klar. Danke. Und vor allem, ich bin jetzt da langsam warm. Aber mein Mate macht immer noch genauso Kackdinger. Aber gut, war besser. Natürlich hat er den nicht gesaved. Natürlich nicht. Schon mal lieber den Boost. Puh. Ist an den Ball zu gehen. Hui. Guck mal, da habe ich ihn berührt. Hui. Da hätte ich eigentlich auch einen Torschuss machen können, aber egal. Hui. Alle habe ich euch ausgeplayt. Hui. Jetzt treffe ich aber wirklich alle. Nice. Ich glaube, ich bin nicht warm. Zack. Oh, den hat er noch geblockt. Hat er gut gemacht. Sonst wäre er wahrscheinlich ins Tor reingegangen. Oh, lol. Ich dachte schon, der hat den verfehlt. Für eine Sekunde. Das war Glück. Oh, diese Kameraführung gerade. Ich warte aber, was die machen. Was war das? Was war das? Was für eine Parade. Guck, machen sie auch ganz schnell weg. Oh, Mann, Alter. Das war ja schon wirklich mehr als peinlich. Dieser Versuch. Wenn sie einfach da abgewartet haben. Der Ball ist vor deren Tor und die warten einfach ab. Oh, da habe ich mich total verschätzt gerade. Hätte ich vielleicht mal die Balkamera ausmachen müssen. Oh nein. Okay, er hat ihn. Ich versuche ihn noch zu klauen. Ah, schade, geht nicht mehr. Hui. Kein Problem. Wir verlieren einfach nur ganz dick, aber kein Problem. Natürlich nicht. Hui, weiter geht's. Zack. Was ich mich gerade frage, wenn ich jetzt orange bin, ist die orange Zahl links oder rechts? Ich weiß, mir ist das nicht. Oh, ups. Das ist mir noch nie vorher so bewusst gewesen oder so. Mir sind in den letzten Tagen einige Dinge so bewusst geworden, wo ich mir dachte einfach so, yo, ist das nicht vorher schon bewusst gewesen? Irgendwie so ein bisschen. Zum Beispiel war es auch wieder mit meiner Katze Yoshi. Einige vielleicht wissen das ja, dass das halt so eine Katze ist, die ich jahrelang besessen habe. Na gut, besessen auch doof, ich will kein Lebewesen besitzen. Aber auf jeden Fall, oh, gut, hat er noch nicht bekommen gehabt. Auf jeden Fall ist er halt auch schon seit längerer Zeit gestorben, aber ich hatte halt letzten Tage, weil ich halt was gelesen hatte, musste ich natürlich an ihn denken. Und zwar, dass sie halt, so eine Katze ist halt nur ein Teil unseres Lebens, ne, aber für die Katze sind wir ihr komplettes Leben. Oh, da habe ich versaut, schade. Und das ist mir so richtig dann, als ich das gelesen habe, bewusst geworden, weil das ist ja wirklich wahr. Vor allem bei ihm war es wirklich so, ich hatte ihn, seit er ein kleines Baby war. Also da war er vielleicht so 3 Wochen alt, wenn maximal, als wir den bekommen haben. Also der kann sich ja wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, wir können uns auch nicht mehr an unser Baby-Dasein erinnern, sagen wir mal so, ne? Mach den doch mal bitte rein, ja, schöner, guter Schuss, auf jeden Fall. Also perfekte Vorlage, Volledge, aber nichts gemacht, der Typ, ey. Ne, musst du mich mit. Wow, was war das denn von ihm, Alter? Deswegen, und halt, wenn das viel, sage ich schon, ich weiß nicht, viel, ne? Schließlich mein bester Freund gewesen. Das ist wirklich so, ey. Die Katze war mein bester Freund, muss man auch by the way sagen. Er war immer da und alles. Das konnte ich nicht immer von meinen Freunden sagen. Kann ich auch heute immer noch nicht sagen. Kann ich mir das von meinem Lebenspartner bis Partnerinnen bis jetzt sagen. Partner, genau. Fio ist mal eben mal B geworden. Alles klar. Das ist ja nicht schlimm, aber bin ich ja nicht. Da wollte ich einfach, quatsch eigentlich das jetzt hier an, ey. Das hätte wenigstens so ein perfektes Thema für Minecraft Live gewesen. Aber egal, ich quatsch einfach hier an. Vor allem bis die Folge hier rauskommt, dauert das auch ewig. 3 Tage wahrscheinlich. Hui. Aber egal, ja, was wollte ich noch sagen? Ja, einfach mal so, by the way, einfach mal so. Lol, das war eine Parade, wäre ich reingegangen. Lol. Das wollte ich einfach mal losgeworden sein, ey. Das hier ist einfach, wenn ihr wirklich so ein Haustier habt und ihr habt das, sag ich mal, schon so 15 Jahre oder so, weißt du, seit es klein war oder so, bedenkt das mal, dass das halt, das Vieh ist, ich sag schon wieder Vieh, das Haustier ist zwar wirklich einfach nur ein Teil eures Lebens, aber für das Haustier seid ihr das komplette Leben. Das finde ich einfach nur krass, da geht sogar rein, oder? Nein, er geht nicht rein, lol.
Was war das von mir? Habt ihr das gesehen? Perfekt ausgewischen. Jetzt sollte ich den Ball nicht treffen. Hey, den habe ich aber. Zack. Oh, da geht er wieder in Richtung Tor. Hi. Schön gesaved von mir, aber guck mal, da gibt es nicht mehr. Oh, doch, gibt es da noch Punkte für. Nice. Lol. Okay. Sonst sollten noch ein Tor machen, ist mir egal. Was ist mein Mate denn? Guck mal, da ist keiner von uns am Tor und die schaffen es nicht, ein Tor zu machen? Wie dumm sind die? Mal ernsthaft. Oh, schade. Boah, ey, jetzt bin ich auch wieder so ein bisschen deep drauf, ey, weil ich darüber gesprochen habe, ey. Das ist halt wirklich so ein Thema. Lol. Ja, das ist wirklich so ein Thema, das berührt mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und schade, aber der wird trotzdem noch reingegangen, glaube ich. Ich glaube, der ist einfach dran. Gut, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Toll. Eine neue Runde. Denn ist einfach die Sache, die ist aber irgendwie verbuggt, oder? Ah, ne, dann schon. Okay, gut. Denn ich habe jetzt, also ungefähr jetzt die 10. Runde, die ich jetzt gesucht habe, war alle, wo ich reingejoint bin, war einfach so schon so 5-0 hinten am Liegen und nur eine Minute auf der Uhr und so. Und ich dachte so, nö, dann nehme ich nicht. Was macht der denn da? Och man. Ich wette, der verbergt das. Ich wette, der ist irgendwie Meister oder so. Wette ich drum, dass das Meister ist. Und der kriegt sogar noch ein Tor. Lol. Eins kalt. Ich habe extra gewartet, weil ich wusste, dass er den aus dem Winkel nicht reinmacht. Lol, und die machen ja einfach Feen, Alter. Der wäre nicht mal reingegangen. Die hätten einfach nur wegfahren müssen oder so. Oh Gott. Zack. Und der macht schon wieder ein Tor. Lol. Aber immer kriege ich Vorlagen. Also. Okay, ich stelle dich direkt mal stumm, Leute. Ihr gebt mir schon einen Sack. Zack. Hui, erster Ballkontakt, geilo. Und direkt erstmal eine Volllatsch für die, nice. Die machen es auch easy going. Ist halt, wenn der Typ auch dran geht. Und die können auch nicht skippen, ne? Skip. Entschuldigung, dafür, was muss jetzt sein? Aber verstehen sie wahrscheinlich nicht. So, zack, wow. I'm really impressive, zack. Junge, warum passt der den denn? Guck mal. Guter Pass, guter Pass, guter Pass, guter Pass, guter Pass, guter Pass, mein Gott. Ey, was macht der denn da, ey? Yo. All die Dinger sind sein Verschulden. Und er hat mehr Punkte als ich, weil er einfach 2 Tore hat, weil ich ihm so gute Vorlagen liefere. Das ist schon traurig. Immer schon, ich habe jetzt erwartet, dass er noch mit mir gefahren wäre und zack. Oh, schade. So. Hui, schön daneben geflogen. Ich einfach viel zu schnell war, aber egal. Ich wollte die Scheibenmaule sprechen. Junge, geh doch mal zum Ball, mal ernsthaft. Was ist falsch in deinem Kopf? Denkst du nur, weil du DeLorean fährst, bist du jetzt der King oder was? Oh, yo, Junge. Jetzt blockiert. Du bist doch so ein Fotzen-Figaro. Guck mal da, wie er mich einfach wegkickt, dieser Fotzen-Figaro, ey. PS4-Spieler, weißt du? Boah, ey. Ich glaube, ich müsste den jetzt eigentlich extra noch sabotieren. Nur damit. Wisst ihr, nur damit der halt verliert. Na komm, mach ich jetzt nicht. Ach, schade. Aber ich will ja die Runde gewinnen. Ich will ja schon eine gute Folge liefern, ne? Ah, der Typ ist echt ein Fotzenführer. So, kriegst du noch eine von mir mit? Weil fliegen oder so tut der nämlich auch nicht, ne? Soweit ich das jetzt gesehen habe. Zock, ne? Block ich. Guck mal, so macht man das. Zack. Ich versuche. Genau, ey, ich versuche jetzt einfach die Mate alle Punkte zu klauen. Also, da ist. Oh, da habe ich ihn nicht erwischt. Hey, da war die extra Rolle.
Wow, ein Fallrückzieher. Really impressive. Natürlich sind sie wieder vom Tor. Wow, er hatte einen Freiungsschlag bekommen. Scheiße. Und wir sind natürlich beide nicht vom Tor. Neues. Er hatte so ein Glück gehabt. Junge, was machst du da, Junge? Jedes Mal ist das sein Verschulden. Das gibt's doch nicht. Jedes fucking Mal. Was für eine Parade, was für eine Parade. Jetzt hau ich dem jetzt rein, ey. Ey, kann doch nicht sein. Nur weil das so ein Fotzenfiguro sein muss, dass wir jetzt, dass ich deswegen verliere. Wow. Oh, zack, easy. Oh Mann, Alter, was ist das für ein Mate, ey. Also reg ich mich auch so momentan so richtig überauf, schön in den Folgen über die Mates. Boah. Richtig krass. Zack. Hui. Hui. Ist immer besser, erstmal so zur Seite zu hauen. Zack. Denn da kommt irgendwie bei auf dem Level eh nichts Vernünftiges bei raus. Hui. Oh, schade. Er wäre jetzt da gewesen, hätte ihn machen können, aber nein. Er ist natürlich nicht da. Mein Mate. Der hat sogar vorhin dafür eine Vorlage bekommen, really. Der hat da echt eine Vorlage für bekommen, lol. Als ob der gedacht hat, dass er den kriegt. Oh, klar, danke, klar. Super Schuss, Alter. Hast du really impressive gemacht. Und ich bin einfach falsch abgebogen. Nice. Zack. Einfach die Punkte kassieren, ne? Bevor wir wieder hier 5 Stunden rumchillen. Zack. Oh, den hat er sogar bekommen. Das hat ich jetzt nicht erwartet. Guck mal, wer der jetzt aufs Tor gegangen hat, der den niemals bekommen. Weil er eben nicht fliegt oder sonst irgendwas macht. Guck mal, die Gegner probieren es wenigstens. Dann krieg ich da wenigstens noch Mittelfeldpass für. Kriegst du, oder? Zack, mein Ding. Nice, schönes Tor. War zwar knapp, aber war schön. Ja, hab ich toll gemacht. Und zack. War echt knapp. Bin vielleicht sogar noch drüber gegangen, ja. Ich habe immer noch nicht... Boah, mehr Punkte als er, das gibt's doch nicht. Einfach nur, weil er 3 Tore hat. Lol. Wetten, den hat er nicht, wetten, den hat er nicht. Sag ich ja, den hat er nicht. Na, kommt mal was Vernünftiges von ihm? Ich glaube nicht. Guck mal, wenn ich jetzt noch ein Tor mache würde, was ich jetzt auch mache, habe ich mehr Punkte als er. Ja, deutlich mehr. Heißt, ich habe auch mehr getan. Obwohl, er hat eine Rettung. Ich denke mich nicht, lol. Ich habe eine Vorlage mehr als er. Aber warum was noch? Oh, Mittelfeld passt wahrscheinlich und alles. Stimmt, ich habe so viele Pässe gemacht. Zack, der geht sogar durch. Zack, der geht rein. Easy. Oh Mann, jetzt da ficken wir die auch noch am Ende. Es ist unverdient eigentlich. Zumindest für meinen Teammate. Aber immer unterstreiche ich jetzt zum Glück, dass ich doch der bessere Spieler bin. Es hätte mich nämlich ein bisschen an meiner Würde und an meiner Ehre gekratzt. Wäre der am Ende besser als ich gewesen. Oh, scheiße. Ich dachte, der kriegt den. Schade. Wäre wohl Tor Nummer 5 gewesen. Den hab ich. Wow. Was war das von ihm? Sie verspielen jetzt eh noch Aufzeit. Zack. Wir haben nochmal Mittelfeldpass bekommen. Nice, bester Spieler. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Haut rein. Ciao, ciao. Yeah.